Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom City Bus Manager. Wir stehen kurz vorm Tageswechsel, haben knapp 150.000 auf dem Konto und sind momentan gerade ein bisschen am Geld sparen, denn in Mettingen soll demnächst ein neues Depot errichtet werden. Das wäre hier oben. Um am Ende von Mettingen aus folgende Orte anzustießen: Laggenbeck, Handape, Westerkappeln, dann, ich weiß nicht, ob das hier unten auch noch Laggenbeck ist oder noch schon wieder ein anderer Ort, vielleicht eben Mühlen selber, wer weiß, natürlich Espel, Schlickhelde, gut, und an Neunkirchen, das ist ein Fall für sich. Aber das sieht auf alle Fälle schon mal im Großen und Ganzen gar nicht mal so verkehrt aus. Schichtplan ist, der ist für heute vorhanden. Wie sieht es eigentlich jetzt nochmal aus mit Linie 44? Normalerweise sind jetzt, glaube ich, alle Busse irgendwo auf einer Linie jetzt drauf. Würde ich jetzt einschätzen. Könnte durchaus sein. Mal so einen kleinen groben Überblick. Eigentlich stehen mir wirklich zu viele Busse durch noch herum. Übrigens die MAN, die Mercedes, da muss man jetzt eigentlich gucken, wo man die eigentlich am besten einsetzen kann, weil Verbrenner, Überlandverkehr. Eigentlich, wenn wir das Depot hier oben in Mettingen haben, da müsste man eigentlich gucken, ich weiß nicht, ob Mettingen irgendwo noch einen Bahnhof hat. Das ist jetzt die gute Frage. Bahnhof aus eine Linie erstellen. Okay, ich glaube, Mettingen hat keinen Bahnhof. Ja, ansonsten hätte man dann hier eine Linie runter nach Langenbeck, Überland und so weiter erstellen können, beziehungsweise vielleicht eine auch hoch bis nach Neunkirchen. Aber erstmal ein Anruf. Urlaubsantrag. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wenn du mir noch sagst, wo du dein... wo ich dich tauschen muss. Ich glaube, Betriebshof 2, da bräuchten wir eigentlich noch ein paar Leute, wenn ich mir das so angucke. Zu viele Überstunden. Die Deutsche Eisenbahn AG Busgesellschaft ist eines der professionellsten und kundenorientiertesten Busunternehmen, die ich je gesehen habe. Ausgezeichnete Pünktlichkeit. Nur zu empfehlen. Der Fahrer hatte einen hervorragenden Fahrstil. Das ist sehr schön zu hören, dass man mit uns so zufrieden ist. Wo man allerdings mal eben kurz gucken müsste, im Großen und Ganzen ist, welche Busse haben irgendwelche technischen Mängel. Das wäre jetzt die große Frage. Ich habe nämlich keine Lust, große Strafzahlungen zu bezahlen. Hier ist und so weiter alles in Ordnung. Hier ist alles in Ordnung. Und Betriebshof 2. Ja gut, da war der New Ramses. Der muss halt erstmal wieder zurückkommen. Hauptdepot, Fuhrpark. Ein A23 hat ein paar Probleme. Linker, Bremsbeläge und Motorenöl müsste einmal getauscht werden. Aber ansonsten sieht das zumindest schon mal nicht schlecht aus. Gut, mit den Bussen, da muss man halt auch generell beim nächsten Mal vielleicht mal gucken, wenn denn die nächste Staffel eventuell kommt, dass man da vielleicht auch nochmal anders plant, dass die Busse auch wesentlich mehr ausgenutzt werden. Gut, wird dann zwar noch ärgerlicher sein, wenn sie irgendwelche Verspätungen haben, aber ich muss bedenken, wir haben jetzt hier 4, 5, 6, 7, ja schon alleine 11 Gelenkbusse hier auf dem Betriebshof rumstehen, die nichts machen. Also, da wird man auf jeden Fall nochmal gucken müssen. Mein Besuch im Service Center ist sehr gut gelaufen. Schnell dran gewesen. Ja, freut mich zu hören. Das ist wirklich sehr schön zu hören. Ansonsten, mitten in der Nacht ist eigentlich nicht viel los. Also, wenn hier nur eine Linie überfüllt ist, dann ist hier irgendwas verkehrt.
Also noch sieht es zumindest gut aus. Das ist zumindest schon mal etwas. Ich glaube, wir lassen auch mal die Zeit mal ein bisschen schneller laufen bis zur Hauptverkehrszeit. Gleich ist wieder große Abfahrtsstunde. Okay, dauert noch ein bisschen. Die Stadtwerke haben ein Problem. Stromausfall. Durch einen technischen Defekt ist die gesamte Stromversorgung ausgefallen. Auch der selbst erzeugte Strom kann nicht genutzt werden. Die Reparatur kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen. E-Busse, die unterwegs sind, können weiterhin an den Haltestellen aufladen. Ja. Immerhin ist Nacht. Das ist zumindest schon mal etwas. Dann ist es nicht ganz so dramatisch, aber... Es macht einen irgendwie stutzig. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist das Gefühl, häufigste Ereignis hier bis jetzt gewesen. Aber das hat irgendwie auch was. So von der Optik her. Ich weiß noch nicht genau, was das hier für eine Leuchtfarbe ist, die man eingesetzt hat. Aber... Ich glaube, die Straße, die kann man wenigstens noch finden. Ansonsten, wie sieht es denn hier sonst so aus? Linie 44 Altstadt. Ich glaube, wir nehmen den, der mitten in der Altstadt fährt. Also noch läuft's. Aber ich sag mal so, wer ist um halb fünf am Morgen unterwegs? Ich glaube, sagen wir so, ich glaube, die nächste oder übernächste Fahrt, die sollte, glaube ich, dann schon wirklich deutlich knapper werden. Warte, wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt, aber... Ja, also momentan klappt das. Aber ist halt immer früh am Morgen. Wird gleich wahrscheinlich auch schon wieder ganz anders aussehen. Wenn denn helllichter Tag ist. So, dann gucken wir mal hier hinten. Ja gut, hier hinten ist eigentlich noch nicht viel. Längerich. Das macht schon irgendwie was her. Klar, natürlich so ein paar Verbrenner sind zwar auch mit dabei hier, aber im Großen und Ganzen... Hat das schon was? Also das ist mir schon mal nicht schlecht. Ich meine, mal kurz auch eine Frage mit dem Depot. 10 von 25. Also theoretisch könnten wir hier noch was rausholen. Aus dem Betriebshof. Aber ist halt eher die Frage, wo wird die Linie noch so lang laufen lassen. Und man könnte hier hinten vielleicht von Längerich aus irgendwie vielleicht hier unten einmal lang. So ein Feld und dann irgendwo Gellenbeck. Wäre vielleicht eine Maßnahme. Da muss man gucken. Bürgermeister. Event in der Stadt. Von Samstag bis Sonntag ist mit einem erhöhten Fahrgastaufkommen zu rechnen. Bitte stelle sicher, dass genügend Busse zur Verfügung stehen. Und setze gegebenenfalls Verstärker ein. Das bedeutet, es gibt Geld. Das ist sehr schön. Damit sind unsere Busse so schon überfüllt. Wobei sonntags es geht. Sonntags hält sich im Raben. Aber Samstag, das könnte nun mal so eine Sache werden. So, jetzt mal eine dumme Frage. Wir gucken uns dann mal eben an. Linie 1, 64. Gut gefüllt. Jetzt sind wir irgendwann unter 60. Ah ne, warte, das ist Altstadtring. Der Altstadtring ist eigentlich nie das Problem. Oh Gott, Linie 41 Westerberg. Ja, müsste eigentlich auch was passieren. Also im Großen und Ganzen, es scheint aktuell auf der Linie zu funktionieren. Das ist zumindest schon mal das Gute. Und der ist jetzt nach Hause gekommen. Linie 10 Ost. Also Industrie Ost. Ja, der fährt auch hart an der Grenze. Eigentlich überfüllt.
Aber gut, ist jetzt halt so ein bisschen der Schichtwechsel. Da ist halt immer viel los. Ja, Linie 41, da muss auf jeden Fall was passieren. Wenn ich jetzt nicht gerade das Geld dringlichst bräuchte für den neuen Betriebshof, dann würde ich jetzt überlegen, ob man da eventuell was machen kann. Ich würde sagen, wir gucken uns mal generell mal eben an. Die E-Citaro G. Hätten wir irgendwie die Möglichkeit, noch was freizuschieben, wenn es ist? Ich glaube es eigentlich nicht. Wir sind hier ziemlich ausgelastet, wobei, ja, hier könntest du vielleicht noch einen zwischengeschoben kriegen, darf allerdings die Schicht eigentlich nicht so lang sein. Der hätte vom Prinzip ja auch noch einen halben Vormittag frei. Der hat fast den ganzen Tag nichts. Ja. Das ist jetzt so eine Sache. Ich würde sagen, Linie 41, wir gucken nochmal. Wir werden den Takt nochmal runterdrehen. Wir gucken mal. Also, Stand jetzt fährt auf 40 Minuten was? Wir sagen jetzt jede halbe Stunde. Das wäre ein Bus mehr pro Linie. Mal gucken, ob wir am Folgetag überfordert sind. Beziehungsweise weisen das hier alles mal ein. Die 41 ist schon mal klar, dass wir da richtig raushauen müssen. Nee, das ist das Falsche. Wobei, könnten wir uns nur auch noch überlegen, was man noch dort auslagert. Also, du fährst hier. Zu 35. Der fährt einen Ticken-Tacken später. 12:45 Uhr. Dann mach mal den hier. Das ist jetzt eine große Kunst, das hier alles irgendwie organisiert zu bekommen. Obwohl. Eigentlich würde sich das hier fast besser anbieten. Und den hier können wir noch mal gucken. Den setzen wir mal. Haben wir überhaupt irgendwelche Morgenbusse frei zur Verfügung? Das ist schon wieder etwas schwieriger. Das ist, ja. Ne, der fährt bis 6 Uhr, sonst würde ich ihn da gerne drauflegen. Den könnte man wenigstens auf die Nachtschicht legen. Warte, wir haben doch bestimmt hier irgendeinen Bus, der erst am Mittag anfängt irgendwie zu fahren. Würde ich das hier vielleicht sogar noch mal rauswerfen? So, Linie 41. Nee, warte, das ist immer noch Linie 44. Der fängt irgendwo morgens an. Morgens, morgens, morgens. Morgens, morgens, morgens. Ja, gut. Ich glaube, ich habe hier nichts frei. Also einen Bus bräuchten wir auf jeden Fall noch von den Citaro G. Da müsste man nochmal gucken. Auftragsfahrt evangelischer Kindergarten Läden. Ja, das kriegen wir auch noch irgendwann unter. Ja, so einen Bus müssen wir auf jeden Fall zusehen. Sonst kriege ich hier den Plan nie irgendwie einigermaßen auf die Reihe. Es ist doch ein bisschen sehr knapp. Einer mindestens, vielleicht am besten zwei. So, das Geld, das hätten wir schon mal. Das ist mir schon mal gut. Allerdings das Geld für den neuen Betriebshof, das will ich dann erst in der nächsten Folge ausgeben. Denn das war's schon wieder. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.